Servus Leute, willkommen zurück zu Trapped. Im letzten Part haben wir endlich den nervigen Magier besiegt, der uns, was weiß ich, wie lange verfolgt hat. Und jetzt geht's weiter. Mission 12 bestanden. Fast 6000. Was haben wir denn so Neues? Huge Saw, große Säge. Vakuumboden, das klingt aber auch interessant. Das klingt, um ehrlich zu sein, viel zu verlockend. Eine große Säge. Aber Vakuumboden ist so teuer, es muss doch nicht umsonst sein. Komm. Extremst teuer, aber. Was haben wir denn jetzt? So eine Art Sandgrube oder so? Damage 1, ja, die hängen aber ziemlich fest dann. Das muss ich wohin pflanzen, wo die Gegner sich dann nicht mehr wehren können. Boden, Bärenfalle, Smash Floor. Was? Den Smash Floor, den packe ich weg. Ne, Vakuumboden. Jetzt geht's richtig ab. Das ganze Spiel geht schon ab, aber jetzt noch mehr. Jetzt würde ich gar nicht mehr aufhören damit. Vor allem, was es hier noch an Fallenvielfalt gibt, das ist ja noch geiler. Weil man muss bedenken, dass jede Falle, die man sich kauft, einen anderen Pfad öffnet, also sprich wegen Fallenerweiterung. Und wenn man bedenkt, dass ich jetzt gerade mal einen Bruchteil habe, dann noch das mit den Schlüsseln. Ich finde das Spiel einfach echt geil. Und für den Preis ist es noch mal besser, weil ich habe für das Spiel kaum was bezahlt. Nur 5 Euro. Und für die 5 Euro, die haben sich sowas von gelohnt. Protector.兵を引きなさい。もはやこの戦いは無意味。善悪の区別なく失われた命の数だけ世界は破滅へ向かっているのですから。分かった。とでも言うと思うか。 どうやら待ち伏せされておったようじゃの。そのようです。ここは私にお任せください。ベルトラン様はアリシアを。任せたぞ。術師か。気をつけろ。やむを得ません。 アリシア姫、お初にお目にかかる。我が名はベルトラン。魔人の封印を守りしも。
その楽園が魔人の口、魂を貪り、己の血肉にするための名。楽園がある限り、魔人は力を取り戻し、封印という鎖から逃れよう。わかるな。口は塞がねばならぬ。わしを呪うがよい。じゃが、そなたの体、魔人の楽園ともども封じさせてもらう。Okay. Ist das ein Freund oder ein Feind? Ich würde sagen Freund, aber... schauen wir mal. Okay, er ist definitiv ein Feind. So, jetzt bin ich da. Okay, was haben wir denn so an Waffen zur Auswahl heute? Was haben wir denn so in Angebot, ne? Natürlich wieder der Klassiker. Hier bringt es nichts. Oh, das ist gar nicht mal so gut. Eine rollende Bombe bringt mir nichts. Ich nehme einen Speer. Bärenfalle. Das ist aber geil. Ich versuche mal den Vakuumboden. Und zack. Das Feuer macht mir nichts aus, schade. Schnell! Vakuumboden kann ich oft verwenden. Doof. Sehr, sehr doof. Okay, der Vakuumboden bringt mir nicht so viel. Schade. Versuche es mit der klassischen Bärenfalle. Ah, da ist sie schon. Haha. Ich wollte eigentlich die Bärenfalle aktivieren, aber ich habe den falschen Knopf gedrückt. Mal wieder. Ich sag Knopf, Taste, Controller, wie auch immer. Also, bin jetzt ich die Böse oder wie? Ah, da hinten. Schon wieder? Da hast du Schuss! Ach, ich depp. Schnell! Der rennt auch noch voll rein. Und Schuss! Das ist eine gute Strategie. Ich glaube, der Typ ist blind. Was? Ich bin ausgewichen. Und hier die Säge wäre gar nicht so schlecht. So, den kann ich noch nicht verwenden. Oh, verdammt ich. So, jetzt. Au! Lass mich durch! Da. Autsch, da. Ich bin fast tot! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, ich werde jetzt sterben. Tod. Verdammt. Zweiter Tod im Let's Play.
Schade. Nee. Nochmal. Es war dumm von mir. Ich habe nicht aufgepasst. Na gut, jetzt habe ich aber eine Idee. Und jetzt passe ich vor allem auch auf. Schade, zweiter Tod. Naja. So. Diesmal lassen wir die klassische Tour weg. Wir setzen gleich Feuerbomben. Und natürlich eine Kettensäge. Jetzt bräuchte ich natürlich die große Kettensäge. Da wähle ich die Eisenkugel. Oh, verdammt. Ja. Moment, den Eisenball muss ich woanders hinlegen. So. Jetzt! Ja, der hat gesessen. Oh, das war blöd. Ja, jetzt habe ich hier nämlich den Weg eröffnet. Und? Wow. Das tat weh. Ja. Bleib mir ja vom Lager. Au! Ach du schon wieder. Ja, sag ruhig du. Nein, ich brenne! Löscht mich. Ah, ich bin gelöscht, okay. Die Eisenkugel werde ich behalten. Und die ist gegen die Magier offensichtlich sehr gut. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da. Das bringt mir nichts. Ich muss weiter. Ich habe zum Glück nicht so viel Schaden bekommen. Jetzt bin ich da. Bringt mir das was? Ich weiß es gerade nicht. Nee. Ich weiß gerade nicht. Irgendwie will die Musik mir nichts Gutes heißen. So, als ob ich da böse wäre. So, und die Eisenkugel. Nicht vergessen. So, jetzt könnt ihr herkommen. So, meine Fallen sind aktiv. Ihr könnt kommen, wenn ihr wollt. Einmal, zweimal. Nein. Lass deinen Zauber schön bei dir. Was? Jo, ich brenne. Hilfe! I'm burning. Ach, da ist ja ein anderer. Hallo, wo kann ich mich nicht löschen, oder wie? Na, zum Glück macht das nicht so viel Schaden. Noch wer? Boom! Schnell! Das ist immer wieder krass. Okay, die Frau bin ich los. Zum Glück. Au. Und. Ach, verdammt. Jetzt haut er wieder ab. Oh Mann. Jedes Mal dasselbe. Die Magier von heutzutage halten auch nichts mehr aus. Geht er jetzt hin, haut jetzt ab. Ja, kann ich wieder ewig lang warten auf die.
Oder holt er seinen Kumpel? Ich glaube, der holt seinen Kumpel. Der ist ja sonst wo. Ja, um 5:30 Uhr morgens warten wir einfach auf ein paar Magier, nicht wahr? Seid ihr? Ach, ihr wollt euch treffen und Pläne schmieden, wie ihr mich zu Fall bekommt. Dann agiert ihr wenigstens intelligenter als der Rest. Der Rest stürmt einfach blind auf mich los. Ja, stimmt, sie kommen gemeinsam. Das ist gar nicht mal so blöd von euch. Ja, ich höre sie schon. Jetzt kommen sie gleich. Ja, sie brauchen ziemlich lange. Mann, was ist denn das? Ah, endlich. Achso, du bist eine Frau. Stimmt, da war ja was. Falsch. Das ist mal weggeflogen, die Frau. Und die Frau ist schon wieder tot. Das mal und das mal. Damit er ja keine Auswahlmöglichkeit hat. Da kommt schon wieder ein neuer. Wo ist der? Doch, da ganz weit hinten. Es dauert ja Jahre, bis der da ist. Haust du schon wieder ab? Der holt echt seinen Kumpel. Ich glaub's nicht. Kann ich nicht zoomen bei der Frau? Nee, aber ich kann Kamerasicht wechseln. Jetzt holt er echt seinen Freund, ich glaub's nicht. Ja, so könnte ich zoomen, aber bringt nix. Na egal, gucken wir ein bisschen der Frau zu, wie sie hin und her schwebt mit ihrer, hin und her schwenkt mit ihrer Hüfte. Kommt ihr endlich? Dauert ja ewig. Ich penne gleich ein nebenbei. Na, endlich sind sie da. Schon wieder eine Frau. Das Schönste ist, es bringt dir überhaupt nichts. Tut mir leid. Guck mal. Nein, sie ist durch die Tür gerannt. Ach, der kommt von der anderen Seite. Geil. Der kommt von der anderen Seite. Das ist mal klug. Okay, die Frau ist tot. Könnte dieser Magier jetzt endlich mal die Güte haben und in meine Fallen rennen? Der braucht ja eine Ewigkeit, der alte Mann. Jetzt dreht er um! Ah, bleib Stein. Komm her. Was? Das hat mich getroffen? Ernsthaft? Da! Ich wollte mich gerade heilen. Oh Mann. Bertram, ja, jetzt haben wir den Boss gehabt. Schnauze, Frau. Nee. Das war jetzt doof, der hat mich überrascht. Naja. Dann würde ich sagen, das war Trapped. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.